Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Und bei uns zu Gast ist jetzt jene Schülerin, über die seit gestern eigentlich, muss man sagen, das ganze Land spricht. 17 Jahre jung. Ja. Katalin Wiedmann. Hallo, freut mich, dass du da bist. Danke für die Einladung. Du warst gestern im Parlament und hast dort wirklich eine, muss man sagen, bewegende Rede oder einen flammenden Appell für ein Rauchverbot gehalten. Ja. Wie kam es dazu, dass du als Expertin mit 17 Jahren in das Parlamentshearing geladen wurdest? Ja, also ich habe eben für die Matura im Zuge meiner vorwissenschaftlichen Arbeit, bei der es eben um Rauchen bei Jugendlichen im Vergleich Österreich-Australien ging, weil ich eben auch einen Schüleraustausch in Australien verbracht habe. Und dabei habe ich ein Interview mit dem Dr. Paul Sewelder gemacht. Das ist eben ein Mitinitiator von dem Don't Smoke Volksbegehren. Und der hat mich dann eben quasi eingeladen, die Jugend im Parlament zu vertreten. Mhm. Ja, toller Auftritt, hat für viel Furore gesorgt. Warum setzt du dich so für dieses Rauchverbot ein? Warum ist dir das persönlich so ein großes Anliegen? Einerseits natürlich, weil ich merke, dass, oder vor allem nachdem ich aus Australien zurückgekommen bin, ist mir besonders aufgefallen, wie extrem das Rauchverhalten Jugendlicher in Österreich ist. Und dazu zählen auch viele meiner Freunde. Und mir ist einfach die Gesundheit der vor allem jungen Menschen ein Anliegen, weil durch fehlendes Selbstbewusstsein oder durch wenig Vernunft in der Jugend eigentlich schon viel an gesundheitlichen Schäden vorkommen können, die man dann vielleicht später bereut, aber das ist dann halt so. Und es ist einfach für mich unverständlich, wie die Regierung bzw. ganz besonders die Gesundheitsministerin nicht im Sinne der Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher agiert, sondern, ja, ich weiß es nicht, parteipolitisch. Das heißt, die Regierung pfeift deiner Meinung nach auf die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher und im Speziellen der jungen Menschen? In gewisser Weise sicherlich, weil ich vor allem nach dem Expertenhearing gestern, da sind so viele Fakten gefallen, so viele Experten waren da, die genau über die gesundheitlichen Schäden des Rauchens, aber auch des Passivrauchens Bescheid wissen. Danach noch zu sagen, ja, es gibt immer, man kann das immer noch rechtfertigen, dass in der Gastronomie geraucht wird, auch wenn diese Trennung auch statistisch gesehen nicht funktioniert, verstehe ich einfach nicht. Und deshalb, ja, finde ich, kann man das der Regierung schon vorwerfen. Du hast ja selber gesagt, du warst in Australien, hast dort einen Austausch gemacht. Wie hast du das dort erlebt? Dort ist es ja ganz normal, dass es ein Rauchverbot gibt in der Gastronomie. Also sie haben in den letzten 30 Jahren extrem viele Maßnahmen eingeführt, damit eben vor allem auch junge Menschen nicht mehr rauchen, und das auch sehr erfolgreich. Also seit 2000 gibt es 15% weniger rauchende Jugendliche, also jetzt sind es mittlerweile nur noch 3%, und also unter den 15-Jährigen. Und ich habe mir ehrlich gesagt, wie ich dort war, gar nicht so besondere Gedanken drum gemacht, einfach weil ich selber Nichtraucherin bin und das dort unter den Jugendlichen kein großes Thema war. Wirklich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, war erst, als ich wieder zurückgekommen bin, weil einfach es war nicht, dass ich mich dort gefragt habe, warum es die Jugendlichen dort nicht brauchen, sondern ich habe mich eher, als ich zurückgekommen bin, gefragt, warum es die österreichischen Jugendlichen brauchen. Jetzt hast du den Vergleich, du warst in Australien knapp ein Jahr, du gehst in Österreich in die Schule. Mhm. Wie ist so der Vergleich rauchender Jugendliche in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis? Wie nimmst du das wahr? Wird in Österreich viel mehr geraucht bei den Jugendlichen? Ja, also viel, viel mehr in Australien. Ich kann mich kaum an einen Jugendlichen erinnern, den ich gekannt habe, der raucht. Weil es dort einfach als uncool gilt? Oder? Es ist sicherlich eine Einstellungssache, die aber auch durch die Maßnahmen, die eingeführt wurden, hervorgerufen wurde. Und es ist einfach in Österreich, ich habe das Gefühl, dass es immer noch toleriert wird, dass Jugendliche rauchen, während in Australien das überhaupt nicht zur Debatte steht, dass ein Jugendlicher anfängt zu rauchen. Du wirst komisch angeschaut, wenn du rauchst, und in Österreich, es ist einfach normal. Und auch wenn ich am Wochenende irgendwo hingehe, ich habe auch viele Freunde, die rauchen, also ich bin eigentlich jedes Wochenende Passivrauch ausgesetzt, und das ist für mich in Österreich normal. Aber zurückzudenken an meine Zeit in Australien, war das dort überhaupt kein Thema. Was würdest du dir jetzt wünschen von der Regierung? Ich würde mir wünschen von der Regierung, dass sie
dass sie nicht auf ihre jetzige Meinung beharren und einfach einsehen, dass es wirklich einfach um die Gesundheit geht und dass die Fakten einfach eindeutig dafür sprechen, dass dieses Gesetz nicht gekippt wird, sondern weiterhin bestehen bleibt und sie sich eher darauf konzentrieren, was es welche weiteren Maßnahmen es benötigt, um eben die Raucherzahlen zu senken und nicht den Schritt zurück zu wagen und zu sagen, ja, in der Gastronomie darf weiterhin geraucht werden. Mhm. Wann glaubst du oder wann hoffst du, wird es soweit sein? Du bist jetzt 17? Ja, ich hoffe natürlich so bald wie möglich. Allerdings glaube ich nicht, dass die Regierung jetzt, auch wie ich die Atmosphäre gestern empfunden habe, ab vom einen auf den anderen Tag ihre Meinung ändern wird. Und deshalb glaube ich, dass es noch eine Zeit brauchen wird. Aber die umliegenden EU-Länder bzw. viele andere Länder werden immer erfolgreicher in dem Nichtraucherschutz. Und ich glaube, dass irgendwann wird Österreich sicherlich nachziehen und auch da Schritte gehen. Es ist nur so, dass Österreich eigentlich schon so weit zurückliegt in dem Nichtraucherschutz. Und deshalb hoffe ich einfach, dass das so schnell wie möglich passiert. Aber wie gesagt, gestern habe ich das eher so empfunden, dass Statistiken eher in den Hintergrund gerückt werden und Meinungen der Abgeordneten in den Vordergrund. Und deshalb glaube ich nicht, dass es da sofortige Änderungen geben wird. Abschließende Frage noch. Wie hast du das als junge Frau, als Schülerin erlebt gestern im Parlament, der Umgang mit den Politikern? Hast du das Gefühl, dass sie dich ernst genommen haben? Teils. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie mich ernst genommen haben. Es haben mir auch alle zugehört, niemand hat mit reingeredet oder irgendwas. Allerdings ist mir besonders aufgefallen, dass Fragen nur von der SPÖ bzw. den NEOS kamen. Von der FPÖ kam an mich und auch den anderen jungen Experten gar nicht. Und ich muss halt sagen, dass ich jetzt nicht nur auf mein Statement bezogen, aber auch auf alle anderen, die Regierungsparteien haben einfach nicht von meinem Gefühl her nicht ganz verstanden, worum es ging, weil es ging wirklich darum, einfach Fakten aufzuweisen, um einfach Argumente zu finden, um dieses Rauchverbot nicht zu kippen. Aber diese Statements wurden dann ziemlich schnell in den Hintergrund gerückt und Meinungen irgendwelcher Abgeordneten der Regierungsparteien waren dann halt wichtiger anscheinend. Okay, Katalin Wittmann, vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Wie gesagt, toll, dass du dich da so für dieses Thema engagierst und einsetzt. Wir machen eine ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück. Und dann ist Dr. Adrian Holländer bei uns. Der vertritt jenen Bierwirt, der einen Prozess gegen Sigi Maurer, die ehemalige grüne Abgeordnete, angestrebt hat, in der ersten Instanz auch gewonnen hat, beziehungsweise ihm wurde da auch eine Entschädigung zugesprochen. Gestern hat das Oberlandesgericht dieses Urteil gekippt. Es geht jetzt zurück in die erste Instanz. Was sein Anwalt Dr. Adrian Holländer dazu sagt, das hören wir gleich nach einer ganz kurzen Pause.